Ja, so schaut es aus, wenn euer Hund es drauf hat. Er kommt auf den ersten Ruf und ist da. Ihr braucht eine Schleppleine zum Training und ganz besondere Leckerlis, irgendwas, was er ganz gern mag. Da muss ich jetzt noch schnell die Schleppleine enttettern. Dann geht's los. Also, Hund ist an der Schleppleine. Wichtig auch immer das Geschirr, also die Schleppe immer ans Geschirr machen. Einfach, dass der Hund sich nicht verletzen kann. Dann wechsle ich mal die Richtung und der hat schon mitgedacht und hat mit mir die Richtung gewechselt. Das kann ich gleich mal loben. Also, er muss sich an mir orientieren. Das ist das Ziel und das hat er in dem Fall super gemacht. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ah, genau. Muss ich ein bisschen zuckeln. Und dann kommt er und dann lobe ich ihn sofort. Ja. Er muss sich eigentlich nicht hinsetzen, eigentlich wird er gleich was kommen gelobt, aber ich brauche ein bisschen lang. So, dann nehme ich ihn nochmal mit. Ah, und sofort reagiert. Wunderbar. Also die Schleppleine sollte nie auf Spannung sein, das ist ganz wichtig, sondern sobald sie auf Spannung kommt, rufe ich den Hund. Und sobald er dann schon die Spannung löst und sich an meiner Richtung orientiert, kann ich sofort anfangen, ihn zu loben, dass er dann auch zu mir kommt. Wechsle ich nochmal die Richtung. Genau, jetzt habe ich die Schlepp mal fallen. Super. Ich kann die Schlepp dann auch mal fallen lassen und zuckel dann so ein bisschen an der Schlepp, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. So, jetzt bauen wir ein bisschen Ablenkung mit ein. Ein Dummy. Ich schmeiß den Dummy und ruf ihn ab und klappt super. Der hat natürlich den Braten auch schon gerochen. Ja, Barney kennt natürlich das Spiel. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, eine Ablenkung einzubauen. Nächster Schritt. Genau, da lasse ich ihn mal rufen hier von meinem Freund. Und er soll aber trotzdem mit dem Abrufkommando zu mir kommen. Also der Hund soll sich immer an mir orientieren. Seht ihr jetzt auch, ich mache immer mal wieder Kurven, gehe nach rechts, gehe nach links. Super. Und die Schleppleine, den Radius der Schleppleine, das soll dann auch später, wenn die Schleppleine weg ist, der Radius des Hundes sein. Also der Hund sollte sich dann nie weiter entfernen als eigentlich der Radius dieser Schleppleine. Wie gesagt, wichtig, die Schlepp soll nie auf Spannung sein. Also immer kurz bevor die Schlepp auf Spannung ist oder in dem Moment, wo sie auf Spannung ist, rufe ich meinen Hund. Genau, super. Und sobald er sich dann an mir orientiert, lobe ich ihn schon. Kann ihn dann schon animieren, kann schon rückwärts laufen. Kann schon die ersten Schritte dann loben. Genau, wichtig ist, dass ich meinem Hund auch nicht hinterherlaufe, sondern also ich bestimme, wo es lang geht. Ich gehe so meines Weges und der Hund soll nach mir gucken. Genau. Ja, viel Spaß beim Training. Nicht vergessen, das erste Video anzuschauen und wir sehen uns bald.